Also bei uns heute zu Gast ist Max Deisenhofer von den Grünen. Wenn Sie sich einmal bitte kurz vorstellen, dass alle wissen, wer Sie sind. Genau, also Max Deisenhofer, bin 31 Jahre alt, bin in Niederaune aufgewachsen, das ist ein Ortsteil von Krumbach, wohne im Moment in Augsburg und bin jetzt im Landkreis Günzburg-Lichtenkandidat von den Grünen auf Platz 404. Okay, vielen Dank. Und wir kommen auch gleich zur ersten Frage. Und da geht es eben darum, dass eben eigentlich im Prinzip jeder jemanden aus seinem Bekanntenkreis hat, der eine Wohnung sucht. Und was macht Ihre Partei gegen die Wohnungsknappheit? Also es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist ein Thema, das in den Großstädten vielleicht sogar noch mehr drängt, wie jetzt bei uns in Krumbach oder im Landkreis Günzburg. Aber was man hier auch merkt, ihr habt es angesprochen, es ist eigentlich für junge Familien oft schon möglich, irgendwie einen Bauplatz zu finden, wenn man jetzt ein eigenes Haus bauen will. Aber viele, entweder wollen sie das gar nicht oder wollen halt vorher erstmal, wenn sie daheim ausziehen, halt erstmal in eine Wohnung ziehen. Und da ist, denke ich, im ganzen Sozialwohnungsbau und überhaupt im Wohnungsbau, den jetzt auch die Gemeinden gemacht haben, hat die letzten Jahrzehnte viel zu wenig passiert. Was wir uns jetzt noch ganz besonders als Grüne vorgenommen haben, ist, dass man halt die Innenstädte anguckt und jetzt zum Beispiel gibt es ja oft jetzt Bauernhäuser, wo irgendwie die alten Leute dann sterben irgendwann und die Kinder wissen nicht so richtig, was sie damit machen. Und dass man das eben noch mehr fördert, dass man auch in den Städten selber Wohnungen schafft und mehr ja, den Wohnraum besser nutzt eigentlich. Weil wir es halt schon kritisch sehen, dass die ganzen Dörfer und Gemeinden halt immer weiter rauswachsen und immer weiter raus und immer weiter raus und halt dadurch auch viel Fläche verloren geht im Endeffekt. Okay, die nächste Frage wäre, viele Jugendliche und auch ältere Menschen sind ja auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Was macht Ihre Partei für die öffentliche Nahverkehr? Ja, also ich bin selber auch in Augsburg studiert und bin eine Zeit lang immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Augsburg pendelt. Das heißt, erst irgendwie von den Raunen nach Krumbach kommen, dann mit dem 600er Bus nach Augsburg und dann da nochmal mit der Straßenbahn bis zur Uni. Braucht man halt leider mehr als doppelt so lang, wie wenn man ein Auto zur Verfügung hat. Und ja, das stört mich wahnsinnig. Genauso die Zugverbindung nach München, wenn man die anguckt. Erstens dauert es ewig, bis man in Mindelheim und in Günzburg ist. Und da ist inzwischen auch so, früher ist dann wenigstens gleich der Zug kommen, der einen nach München gebracht hat. Inzwischen hat man meistens eine halbe Stunde Aufenthalt. Jetzt hier vor Ort, denke ich, haben wir mit dem Flexibus mal ein ganz gutes Konzept, das auch ganz gut angenommen wird, wo auf jeden Fall ein guter erster Schritt ist, dass man mal ja, wenigstens bis nach Krumbach kommt oder von einem Dorf ins andere kommt, aber im Großen und Ganzen muss einfach dann auch die Landesebene, also der Landtag oder der Bundestag, mehr Geld für öffentliche Verkehrsmittel zur Verfügung stellen. Ich meine, jeder überlegt sich halt, wie viel Zeit brauche ich, wenn ich mit dem Zug fahre oder mit dem Bus, wie viel kostet es mich und vergleicht es dann mit dem Auto und solange das Auto halt so viel besser abschneidet für viele Leute, ist es klar, dass dann die Leute auch den Zug, den es jetzt gibt, zwischen Günzburg und Mindelheim nicht so wahnsinnig viel nutzen, wie sie es halt machen würden, wenn das Angebot attraktiv wäre. Das würde ich mir schon wünschen, auch von unseren Abgeordneten, die sind immer sehr engagiert, wenn es um Straßenbauprojekte geht und wenn es um neue Umgehungsstraßen geht und zeigen dann halt nicht das gleiche Engagement, wenn es um Bahnstrecken geht und um Busverbindungen. Und da würde ich mir schon wünschen, ja, dass da einfach mehr passiert. Was natürlich viele auch Thema ist, das viele interessiert, ist Atomkraft. Es ist ja auch bei uns relativ nah ein Atomkraftwerk in Rundheimingen. Was sagen Sie zu dem Thema Atomkraft? Ja, Atomkraft ist ja eins von den Gründungsthemen eigentlich, die die Grünen von Anfang an haben und wir sind insgesamt super glücklich, dass das Thema Atomkraft sich hoffentlich, wenn sich nichts Großes mehr ändert, in ein paar Jahren in Deutschland mal erledigt hat, zumindest die Produktion und dann eben auch die Sicherheit der Bevölkerung steigt, wenn wir kein Atomkraftwerk mehr vor der Haustür haben. Was uns aber bleiben wird und auch die nächsten Jahrzehnte ist der Atommüll, also das Zwischenlager stand jetzt bis 2046 genehmigt. Wenn es bis dahin kein Endlager gibt, dann wird man einfach die Genehmigung verlängern. Das heißt, das ist dann das Jahr 2096 und das ist dann für viele von uns schon wie ein Endlager eigentlich. Und da habe ich schon Bedenken, dass man eben dann auch je länger das dann alles dauert und so weiter, dann halt den Sicherheitsaspekt vielleicht ein bisschen aus den Augen verliert und sagt, okay, dann spart man halt da ein bisschen was, weil das Geld ist schon reingewirtschaftet. Und wie wollen Sie das dann anders, also wie wollen Sie dann die Stromversorgung anders regeln? Also insgesamt muss man sagen, haben wir in Deutschland kein Problem, dass wir zu wenig Strom haben. Wir sind Stromexporteur, das heißt, wir verkaufen insgesamt unterm Strich mehr Strom ins Ausland, als wir aus dem Ausland einkaufen.
Klar, unser Lösungsansatz ist, dass man die erneuerbaren Energien noch weiter ausbaut. Das ist eine riesen Erfolgsgeschichte, die aber jetzt ein bisschen abgestoppt wurde. Gerade in Bayern, da gibt es diese sogenannte 10H-Regelung. Das heißt, ein Windrad muss den zehnfachen Abstand haben von der nächsten Wohnbebauung, von der eigenen Höhe. Also Beispiel, das Windrad, die werden heute bis zu 200 Meter hoch. Das heißt, der zehnfache Abstand, das muss 2 Kilometer von der nächsten Wohnbebauung weg sein. Und dann wird es halt in Bayern sehr, sehr schwierig. Das heißt, es gibt ganz, ganz wenige Plätze, wo man überhaupt ein Windrad bauen kann. Anfang dieses Jahres, also im März, haben Ihre Partei und die SPD einen Antrag gestellt im Kreistag für mehr Geld für die Pflege, also für neue Stellen in der Pflege. Der Antrag wurde ja von der CSU und den Freien Wählern abgelehnt, mit der Begründung, dass der Kreistag dafür nicht zuständig ist. Uns würde interessieren, wie haben Sie damals persönlich abgestimmt und warum? Ja, also man muss es noch ein bisschen genauer gucken. Das war so im Kreisausschuss, also ist quasi so ein vorberatendes Gremium, da haben die Freien Wähler und die CSU über den Antrag diskutiert und den Antrag dann eben abgelehnt. Und im Kreistag, im großen Plenum, gab es schon bevor es zur Diskussion kam, einen Antrag, dass die Debatte von der Tagesordnung gehen soll. Und da haben wir SPD und Grüne natürlich dagegen gestimmt, weil wir den Antrag gestellt haben und eben auch drüber reden wollten. Und im Endeffekt ist es dann aber, sind die Stellen ja trotzdem geschaffen worden, dann zwar durch den Verwaltungsrat vom Krankenhaus, aber es gibt ja jetzt die 8 Pflegestellen mehr, die die SPD und wir damals beantragt haben, und das war auch die Hauptsache, worum es uns eigentlich ging. Es leben nicht seit Jahrhunderten Muslime bei uns, auch durch Flüchtlinge kommen neue Muslime dazu. Wie sehen Sie vor dem Hintergrund einen spezifischen Islamunterricht an Schulen? Also ich würde es gut finden, muss ich sagen, weil erstens das eine große Gruppe einfach ist von Jugendlichen heutzutage, die man auch dadurch ja anerkennt, dass man ihnen dann die Möglichkeit gibt, in ihren eigenen Religionsunterricht zu bekommen. Und was mich schon auch freuen wird, wenn man quasi staatlich ausgebildete Lehrkräfte hat, die der Freistaat Bayern ausbildet und die auch ein gewisses Bild vom Islam, das halt hoffentlich dann weltoffen ist und tolerant und vor allem mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dann auch den jungen Muslimen beibringt. Die nächste Frage wäre, was würden Sie von einer Koalition mit CSU halten? Wir sind eine Partei, die hat Lust zu gestalten, wir haben Lust zu regieren. Hat man auch jetzt im Moment in Berlin gesehen, bei der Bundestagswahl war so ein bisschen, AfD will eh nicht regieren, Linke will nicht regieren, die SPD hat eigentlich auch nicht so richtig Bock und die FDP mit dem Christian Lindner hat sich dann am Ende auch anders überlegt. Also das sind wir schon welche, die proaktiv sagen, wir wollen tatsächlich, wir haben gute Ideen und wir wollen gestalten. Jetzt muss man aber sagen, in Bayern ist es schwierig ohne die CSU. Und so wie sich die CSU halt in den letzten Wochen aufgeführt hat, die Wortwahl, die gebraucht hat, das Theater, das sie in Berlin aufgeführt haben, wo sie untereinander eigentlich nur gestritten haben, mit so einer CSU wird es keine Zusammenarbeit geben können, weil wir da halt inhaltlich und auch personell einfach so weit auseinander liegen, dass das nicht zusammengeht. Wenn die CSU aber jetzt ein Ergebnis, keine Ahnung, unter 40% vielleicht kriegt und, sage ich mal, zur Vernunft kommt, dann denke ich, gehört sich unter demokratischen Parteien schon, dass man sich auf jeden Fall mal unterhält und halt auslotet, ob es die Möglichkeit gibt, dass man zusammenarbeitet. Aber erstmal muss die CSU als Voraussetzung den Rechtskurs, den sie jetzt die letzten Wochen und Monate eingeschlagen hat, wieder verlassen und wieder zu einer proeuropäischen und humanitären, menschlichen Politik zurückkehren. Sonst wird es mit uns keine Zusammenarbeit geben. Die Grünen, die engagieren sich auch sehr für den Tierschutz. Wie persönlich stehen Sie zur Massentierhaltung und finden Sie, dass das in unserer Region ein großes Problem ist? Also es gibt in Deutschland definitiv Regionen, wo das ein größeres Problem ist. Bei uns haben wir Gott sei Dank ja nur einige kleinbäuerliche Betriebe, die jetzt auch nicht so riesig sind. Wir haben viele, die auch ihr Geld jetzt mit, keine Ahnung, mit Futtermitteln oder was weiß ich, mit Kartoffeln verkaufen. Also jetzt nicht unbedingt mit Tierhaltung oder eben dank dem erneuerbaren Energiegesetz auch durch Biogasanlagen ihr Geld verdienen. Also sehe ich jetzt nicht als das Riesenproblem der Region gesellschaftlich. Ist aber definitiv so, dass wir in Deutschland damit immer noch ein Problem haben. Auch da, wir exportieren Fleisch, das heißt, wir produzieren viel mehr, als wir eigentlich
selber verbrauchen. Und wenn man sich jetzt guckt, dass eben auch durch die Massentierhaltung dann halt Nitrat ins Grundwasser gelangt und eigentlich unsere Lebensgrundlagen bedroht, ist das auf jeden Fall ein Punkt, wo wir ansetzen müssen. Dann kommen wir zur letzten Frage, eine sehr persönliche Frage. Haben Sie ein politisches Vorbild? Der inzwischen verstorbene Sepp Daxenberger war lange Zeit Landesvorsitzender von uns und Fraktionsvorsitzender im Landtag, selber Biobauer und war jemand, der einfach authentisch war, der pragmatische Lösungen im Sinne der nächsten Generationen und im Sinne vom Klimaschutz fällen konnte, aber eben nicht so ideologisch verbohrt, sondern halt für die Leute vor Ort einfach die besten Lösungen finden. Das finde ich gut. Und zweites Vorbild, muss ich ganz ehrlich sagen, Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident. Es gab jetzt gerade eine Umfrage, wo er zum beliebtesten Ministerpräsidenten in Deutschland gekürt wurde, was mich natürlich auch freut, seinen ruhigen, wertekonservativen Politikstil. Das gefällt mir sehr gut und kommt, denke ich, zu Recht auch bei der Bevölkerung gut an. Und ja,